Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ich in dem Schminktalk schon gesagt habe, drehe ich ein Video über den ersten Block, wenn es euch interessiert. Und hier ist das Video. Also ich habe, da unten habe ich mein Handy, hier. Und da habe ich den Kalender, damit ich auch die richtigen Datums sage. Und ja, damit ihr euch an den Datums ein bisschen orientieren könnt. Heute ist zum Beispiel der 23. November. Und also am 10. und am 11. habe ich meinen ersten Chemoblock bekommen. Jetzt will ich euch aber erstmal erklären, was überhaupt ein Chemoblock ist. Chemo werden, glaube ich, alle wissen, was das ist. Also zum Beispiel bei mir wird es über den Port gemacht, wird über den Port mit einer Portnadel wird angestochen. Meiner ist zum Beispiel hier am Schlüsselbein. Der kann aber auch auf der anderen Seite sein. Er kann auch oben am Hals sein oder am Arm. Ja, bei mir ist halt hier, der wird halt angestochen und dann wird durch den Port, wird halt dann die ganze Chemo reingeflößt und wird dann wieder durchs Pipi ausgeschieden. Ja, so erstmal wie das abläuft. Ein einzelner Chemoblock ist zum Beispiel bei mir 2 Tage, zum Beispiel jetzt der Donnerstag und der Freitag. Und an dem Tag bekomme ich, an dem ersten Tag bekomme ich eine Chemo und einen Antikörper, damit, wenn der Krebs noch da ist und wenn er dann wieder kommen sollte, dass er dann langsamer wächst. Und am zweiten Tag, an dem Freitag, bekomme ich dann heftige Chemo. Ich kann euch ja aber unten in die Infobox schreiben, wie meine 2 Chemos heißen, weil ich kann die einfach nicht aussprechen. Ich bin einfach nicht talentiert in Fremdsprachen. Auf jeden Fall bekomme ich halt, habe ich an dem 10. und an dem 11. November habe ich Chemo bekommen. An dem Donnerstag ging es mir noch richtig gut. Ich habe kaum gemerkt, damit ich überhaupt Chemo bekommen habe. Ich habe abends habe ich dann mal ein bisschen gemerkt, dass ich was bekommen habe, aber sonst ging es mir eigentlich gut. Ich habe auch die Nacht durchgeschlafen, was ich, wenn ich Chemo habe, normalerweise nie mache, aber das werde ich ja dann gleich noch bei dem anderen Tag merken. Und ja, der Tag ging eigentlich recht gut. Am Freitag früh, also ich habe um 9:30 am Donnerstag und um halb zehn am Freitag habe ich Chemo bekommen. Die erste Chemo, also die am Donnerstag, die dauert 3 oder 4 Stunden mit Nachspülen und Vorspülen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber am Freitag die nur Chemo dauert 5 Stunden Vor- und Nachspülen. Also das ist dann schon krass, wenn du dann 5 Stunden nur da sitzt und dir denkst, ich will jetzt langsam heim. Auf jeden Fall. Und da habe ich dann schon im Krankenhaus wen gemerkt, damit ich jetzt schlapp wäre, damit es mir halt auch nichts mehr so gut geht wie am Donnerstag. Und als ich dann daheim bin, habe ich dann schon gemerkt, langsam merke ich dann schon wegen die Nebenwirkungen. Also die Nebenwirkungen sind zum Beispiel, dass der Kreislauf spinnt, dass mir schlecht wird, dass sind noch Nebenwirkungen, Kreislauf schlecht, schwindelig, dass ich erbrechen muss und lauter solche Sachen. Also ihr könnt gerne, wenn ihr unten in der Infobox, könnt ihr mal schauen. Und wenn ihr das googelt zum Beispiel, ja, wenn ihr das googelt, dann werden da auch schon Nebenwirkungen, werden dann auch schon angezeigt. Also wenn welche da sind, wo auch Chemo bekommen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Chemo bekommt. Dann können wir uns ja vielleicht mal austauschen. Vielleicht habe ich das ja auch das erste Mal bekommen. Ja, auf jeden Fall. Am Freitag ging es mir dann überhaupt nicht gut. Ich habe mich dann, als ich daheim war, also ich fahre von der Klinik bis nach Hause, fahre ich eine Dreiviertelstunde und das war dann schon happig, wo ich mir gedacht habe, ich will endlich heim. Von Freitag auf Samstag in der Nacht habe ich dann im 2-Stunden-Takt bin ich dann aufgewacht und habe halt nur noch gebrochen. Es ging gar nichts mehr. Ich habe auch für die, wo vielleicht Chemo bekommen oder dann auch die, wo was nehmen gegen die Übelkeit, habe ich Sofran und Womex genommen und dann auch solche
Kügelchen, vielleicht kennen das welche, also ich weiß nicht, ob ich daran glauben soll oder nicht, aber ja, wenn es hilft, dann hilft und wenn nicht, dann hat es halt nicht geholfen, so ist mein Motto. Ja, was kann ich noch zu dem Tag sagen? Es ging mir halt richtig schlecht. Freitag habe ich gar nichts gegessen, wie ich schon gesagt habe. Samstag habe ich auch nicht. Also ich habe das ganze Wochenende habe ich nichts gegessen. Bis Sonntag, da habe ich ein bisschen was gegessen. Und ab Sonntag ging es dann immer mehr steil auf. Also das, dann habe ich nur noch, zum Beispiel früh habe ich dann nur noch ein bisschen gebrochen. Also man kann es nicht richtig gebrochen nennen, weil ja nur noch so Magensäure hochkommen ist, also das ist richtig eklig und ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, und dann der Hammer war dann am Montag. Am Montag hatte ich Kontrolltermin. Meine Werte sind natürlich nach unten gegangen, was auch der Sinn der Sache ist, dass meine Werte nach unten gehen auf jeden Fall. Das sind halt auch Nebenwirkungen, dass die Leukozyten und die Thrombozyten, also ich glaube, die Leukozyten gehen auf jeden Fall runter, aber die Thrombozyten gehen, glaube ich, auch runter, wenn ich mich nicht täusche. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche und die hochgehen, das weiß ich gerade nicht so genau. Ja, also sie sind halt wie erwartet nach unten gegangen, die Leukozyten. Und ich habe mich dann gefreut, dass ich wieder heim darf, weil meine Werte noch so im Rahmen waren, damit ich heim darf. Und ich bin dann nach Hause gegangen und weil ich dann aufs Klo musste, bin ich dann aufs Klo gegangen, wie ein normaler Mensch natürlich auch. Und dann habe ich schon gemerkt, damit mir schwindelig wird. Dann habe ich halt meine Mom gerufen, weil meine Mom sagt immer, wenn ich aufs Klo gehe, dann soll ich sie rufen. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, dann bin ich ohnmächtig geworden und hatte dann, als ich ohnmächtig war, einen Krampfanfall. Super, Sandra! Ja, das fand meine Mom. Ja, meine Mom hatte dann übel Angst und dann hat dann auch der Arzt angerufen, weil ich ja die Chemo bekomme ich ambulant. Also ich gehe rein, manche bekommen sie ja stationär, also beim ersten Mal habe ich es auch stationär bekommen und dieses Mal hat die Ärztin mir angeboten, das ambulant zu machen, weil ich das ambulant mache. Und dann halt nicht die ganze Zeit Flüssigkeit bekommen, muss ich halt mindestens 2 bis 3 Liter trinken, was ich nicht immer schaffe. Ja, und was halt auch nicht gut ist. Und dann waren halt meine Nierenwerte erhöht. Und dann hat halt so ein Arzt angerufen von der Tagesklinik und hat halt gesagt, damit ich viel trinken soll, weil sonst muss ich halt wieder stationär kommen. Und dann hat meine Mutter das dann erzählt, damit ich halt diesen Krampfanfall hatte. Und der hat dann gesagt, dass ich sofort kommen soll. Dann, also die Station heißt Schatzinsel, wo ich hin musste. Ja, und normalerweise werden da halt so Stammzellen bekommt man dann. Also wenn man Leukämie hat und Stammzellen braucht, dann kommt man halt auf die Station, weil die halt isoliert ist. Ja, und da war ich halt dann. Und musste halt dann da eine Nacht bleiben. Hab dann verschiedenste Tests haben sie mit mir gemacht. Sie haben abends um 6 haben sie noch ein CT gemacht vom Kopf. Nicht, dass dann eine Ader geplatzt wäre oder so. Und haben auch dann am Dienstag haben sie dann auch ein MRT vom Kopf gemacht. Haben ein EEG, also ein EKG, werden bestimmt jeder kennen. Das sind diese Knöpfe, also wo dann an Brustkorb, also wo halt dann das Herz messen. Und ein EEG ist halt vom Kopf. Ja, und das haben sie dann gemacht. Die ganzen Ergebnisse waren negativ, also da ist nichts gefunden worden. Und bis jetzt habe ich toi 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 noch nichts bekommen, also nicht mehr. Habe es dann auch nichts mehr gehabt und ja, bin ich auch zufrieden. Ich habe dann auch so eine Spritze bekommen, dass wenn das nochmal sein sollte und länger wie 3 Minuten ist, dann muss irgendjemand von meiner Familie oder wer dann halt da ist, muss dann diese
muss dann halt dieses Zeug in meine Mundhöhle reinmachen, wenn das länger als 3 Minuten ist, und dann soll das angeblich krampflösend sein oder so. Ich hoffe, dass ich das nie brauchen werde, dass es nie mehr passiert oder dass es wenigstens nicht länger wie 3 Minuten sind. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Meine Chemo, die Namen schreibe ich unten in die Infobox. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich riesig freuen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Und jetzt aber. Tschüss.